15 Fragen. Jasmin, Dankeschön für dein Prime-Abo im 12. Monat. Ich küsse doch dein Herz, Jasmin. Folgt mal bitte alle der Jasmin auf Instagram. Die beste Nachhilfelehrerin nach mir natürlich. Nein, mit mir gemeinsam. Und folgt allen unserem Podcast Azubi-Wissen auf Spotify. Da gibt es jeden Donnerstag knackige 10 Minuten mit Jasmin und mir. Welche Rechtsform ist eine Kapitalgesellschaft? Rot OHG, Blau KG, Gelb Einzelunternehmen oder Grün GmbH? Tja. Ich weiß auch nicht, aber an der Stelle passiert immer ein Fehler. Immer. Ich weiß, dass ganz viele blau drücken. Und das ist leider falsch. Ach, jetzt habe ich schon ein bisschen verraten, ne? Ein paar Antworten fehlen noch. Leute, es ist nicht die KG. Ich wusste, dass so viele Leute blau drücken. Ich hab's geahnt. Nein, die KG, Leute, ist eine Kommanditgesellschaft und ist eine Personengesellschaft, ja? Während die GmbH, die hat ja ein Mindestkapital und das ist eine Kapitalgesellschaft. Also, ja, haben wir wieder was gelernt. Wir gucken mal, wer am besten war. Mama Mia auf der 1, Katrin auf der 2, Brigitte auf der 3, Xania auf der 4 und Nea auf der 5. Frage 2. Ein Jugendlicher darf maximal wie viele Stunden die Woche arbeiten? Auch ein Thema aus dem Lehrfeld 1, Jugendarbeitsschutzgesetz. Was könnte das sein? Wie viele Stunden die Woche? Jawohl, 40 Stunden. 40 Stunden maximal, 8 Stunden pro Tag, in Ausnahmefällen auch 8,5, wenn das dafür ein anderer Tag ausgeglichen wird. Aber 40 Stunden ist so die Regel. Freut mich, wenn ihr 35 Stunden Woche habt. Nein, aber in der Regel maximal 40 Stunden Woche. So, Brigitte auf die 2 vorgerutscht, Katrin auf der 3, Xania auf die 4, Nea auf der 5 und Mama Mia immer noch auf der 1. So, Frage 3. Ein Auszubildender hat eine. Was hat der für eine Pflicht? Was hat ein Auszubildender für eine Pflicht? Oder hat der gar keine Pflichten? Kann der machen, was er will? Was denkt ihr? Ich mach mal hier mein Bild ein bisschen runter. Dann könnt ihr auch mal sehen, wie viele Leute mitgemacht haben. So. Jawohl, der hat eine Schweigepflicht. 3 Leute dachten, der hat eine Vergütungspflicht. Nee, nee, der hat ein Recht auf Vergütung, ja. Er hat ein Recht auf Kohle, auf Pader, auf Patte. Aber der hat eine Schweigepflicht, ne? Genau. Ich habe zum Beispiel bei der Bank gearbeitet. Ich durfte zum Beispiel nicht sagen, was mein Nachbar, was meine Kumpels so am Konto haben. Und genauso könnt ihr euch ja vorstellen, in anderen Berufen dürft ihr nicht irgendwelche internen Daten verraten, Kundendaten und so weiter und so fort. So, wir gucken mal, was der Punktestand sagt. Oh, Mama Mia auf der 1, Brigitte auf die 2, Katrin 3, 4, Nea, Xania 5. Es tut sich nicht so viel da oben. Wir gucken mal, was Frage 4 so bringt. Was sind Komplementärgüter? PC-Fahrrad, Autoreifen, Butter-Margarine oder Kopfhörer- und Müsli-Riegel? Was würdet ihr sagen? Was sind Komplementärgüter? Das sind tatsächlich Auto und Reifen. Ne? Komplementärgüter sind Güter, die sich gegenseitig ergänzen. Ja? PC-Fahrrad, Kopfhörer, Müsli-Riegel hat nichts miteinander zu tun. Und Butter-Margarine sind sogenannte Substitutionsgüter. Also entweder oder, die kann ich austauschen, austauschbar. Ne? Komplementärgüter, ne? Zum Beispiel Handy, Kopfhörer passt zusammen, Autoreifen passt zusammen. Güter, die sich ergänzen. So, wir gucken mal, was der Punktestand sagt. Hat sich nichts getan, immer noch dieselben 5. So, Frage 5. Der Restgewinn wird im angemessenen Verhältnis verteilt. Für welche Rechtsform trifft das zu? OHG, GmbH, KG oder Einzelunternehmen? Im angemessenen Verhältnis, Leute.
Tine und Tamara sagen blau. Tamara sagt rot. Und es ist tatsächlich die KG, Leute. Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung. Restgewinn ist ja das, was nach den Zinsen übrig bleibt. Bei der OAG wird das nach Köpfen. Heißt, wenn Tamara und Tine eine OAG haben, dann wird das einfach durch zwei geteilt, weil zwei Köpfe. Bei der GmbH ist es nach Geschäftsanteilen. Beim Einzelunternehmen behält einfach der Einzelunternehmer alles. Und bei der KG wird der Restgewinn im angemessenen Verhältnis verteilt. Das heißt, der Komplementär kriegt mehr als die Kommanditisten. Immer diese Regelung 6 zu 2 zu 2 oder 8 zu 3 zu 4. Ihr kennt das bestimmt aus Prüfungsaufgaben. So. Oh, Katrin auf die 2, Nina ist auf der 5, Tina auf die 4, Xania auf der 3. So, es geht weiter mit Frage 6. Auf welcher Seite des Handelsregisters wird die GmbH eingetragen? Ich glaube nicht, dass das in der Prüfung kommt, aber es ist trotzdem nice to know. Bin mal gespannt. Handelsregister. Jawohl, das ist B, korrekt. Also, ne, es gibt nur zwei Seiten, A und B im Handelsregister. Und A ist Einzelunternehmen und Personengesellschaften und B sind Kapitalgesellschaften, also GmbH und AG. Korrekt. So, hat sich nichts getan. Wir kommen zu Frage Nummer 7. Wie hoch ist das Mindestkapital bei der OHG? 10.000, 25.000, 50.000 oder es gibt keins. Boah, stellt euch mal vor, das wäre so eine Weltmillionärfrage. Und da hängt er jetzt auf dem Stuhl bei RTL. Was würdet ihr sagen? Und die Zeit ist um. Es gibt keins, Leute, ganz genau. Also die Leute, die jetzt 25.000 dachten, das ist bei der GmbH der Fall. Bei der GmbH, bei der OHG, ja, da gibt es kein Mindestkapital. Könnt ihr so gründen. Korrekt. So, wir gehen weiter. Immer noch nicht getan bei den ersten fünf. Also, was ist denn da los? Frage 8. Wie nennt man den Teilhafter der KG? Ist das der Kommanditist? Ist das der Komplementär, der Inhaber? Oder gibt es nur Vollhafter bei der KG? So ist es. Das ist der sogenannte Kommanditist. Ne? Der Vollhafter ist der Komplementär und die Teilhafter, die nur mit ihrer Einlage haften, sind Kommanditisten. So, wir gucken mal. Oh, die Nina wieder auf die 4, näher auf die 5. Frage 9. Wie hoch ist die gesetzliche Mindestverzinsung in Euro bei einer OAG, wenn der Gesellschafter 20.000 Euro Kapitalanlage hat? Ich mache mal kurz mein Gesicht nochmal hier weg, hier, damit ihr die Frage sehen könnt. Also, so, was denkt ihr? Bin ich mal gespannt. Das ist nämlich eine gute Prüfungsvorbereitungsaufgabe, weil, Leute, ich sag's immer wieder, genau lesen. Was wollen die von mir? Was steht in der Aufgabe drin? Ich wette mit euch, ganz viele haben 4% gedrückt. Aber danach ist nicht gefragt. Ja, ich wusste es, Leute. Nein, es ist nach Euro gefragt, Mindestverzinsung in Euro, Leute. Mann, Habibis, ey, es geht um Euro. Ja, also ihr habt recht, es sind 4%, aber 4% von 20.000, ich weiß, da musste man jetzt ein bisschen gut im Kopf rechnen sein, aber kriegt man hin, sind 800 Euro. Ja, so, wir gucken mal, hat es jetzt jemand erwischt? Ja, okay, also hat sich wieder nicht so viel getan. Wir sind schon bei Frage 10. Die Probezeit von Auszubildenden beträgt. Wie lange ist die Probezeit von Auszubildenden? Auch hier wieder genau lesen. 100 Pro hat sich jetzt wieder jemand verdrückt und ärgert sich gerade. Da sehe ich schon im Chat ein paar Antworten.
Korrekt, korrekt, korrekt. Es sind tatsächlich mindestens 1 Monat, höchstens 4 Monate. Also 0 Monate geht nicht, es ist mindestens immer 1 Monat. Und genau, maximal 4 Monate. So, wir schauen mal. Oh, okay, aber da, es vertut sich bei den ersten 5 irgendwie nichts. Also es bleibt immer gleich. Frage 11. Ein Möbelhändler ist welchem Wirtschaftssektor zuzuordnen? Denk mal an Diana Loft KG. Als Möbelhändler so gesehen. Vertreibt Büromöbel. Jawohl, das ist der tertiäre Sektor, also sogenannte Dienstleistungssektor. Wobei Jana Loft ist eigentlich ein doofes Beispiel, weil ich glaube, die produzieren ja auch Büromöbel. Also wenn man das so gesehen, ist es wieder sekundärer Sektor. Wir haben ja hier explizit gesagt Möbelhändler, nicht Produzent, ne? Also Industrie ist sekundärer Sektor, Dienstleistung tertiärer Sektor und primärer Sektor ist Landwirtschaft, Forstwirtschaft und so weiter, ne? Genau, die drei Sektoren solltet ihr drauf haben. Dann wieder, immer noch die ersten 5, die tauschen miteinander die Plätze. Frage 12. Ein Landwirt ist ein Ist-Kaufmann, kein Kaufmann, Formkaufmann oder ist das ein freier Beruf? Das ist ein sogenannter Kann-Kaufmann, Leute, ganz genau. Ist kein freier Beruf, ja. Also ein Kann-Kaufmann bedeutet einfach so ein Landwirt, der so, ja, der hat keine Ahnung, ein paar Schafe, ein paar Kühe und verkauft so nebenbei so seine Eier und seine Milch. Das ist ein sogenannter Kann-Kaufmann. Das heißt, er kann sich ins Handelsregister eintragen lassen, muss es aber nicht, ja. Kann-Kaufmann. Jawohl. So. Brr, Marius, komm auf die 5. Jawohl, endlich mal ein Mann hier am Start. So, Frage 13. Ein Prokurist darf Grundstücke verkaufen, die Bilanz unterschreiben, den Namen der Firma ändern oder Personal einstellen. Was darf er von den 4 Sachen? Was darf er? Jawohl, der darf Personal einstellen. Sehr gut. Alle anderen Sachen darf er nicht machen. Okay. Wir kommen schon zur vorletzten Frage. Marius mit Feuerzeichen. Sehr gut. Frage 14. Was ist die beliebteste, meistgenutzte Rechtsform in Deutschland? Ja, das ist eine Schätzfrage, ne? Ist so nice to know. Wenn ihr richtig angeben wollt vor den Prüfern, dann wisst ihr das. Ihr könnt es euch eigentlich denken, oder? Wenn ihr mal so die Stadt geht. Was sind die meisten Unternehmen? Tatsächlich sind das Einzelunternehmen, ja? Also Kiosk, Shisha-Bar, alles Mögliche. Wenn man das summiert in Deutschland, gibt es natürlich viel mehr Einzelunternehmer als GmbH zum Beispiel oder OAG. Und AG natürlich sehr wenige, die ganz großen. Und wir kommen schon zur letzten Frage. Brigitte ist wieder auf die 4, Marius wieder weg. Tschüss, Tina auf die 5. So, es wird spannend. Also Mama Mia, Xania, Nea, die können alle noch gewinnen. Wir kommen zur letzten Frage, Frage 15. Faruk möchte mit 3 Stunden Lernaufwand eine möglichst gute Note schreiben. Ist das das Maschallah-Prinzip, das Minimal, das Eisenhower oder das Maximal-Prinzip? Was ist das für ein Prinzip? Faruk möchte mit 3 Stunden Lernaufwand eine möglichst gute Note schreiben. Haha, einer hat das Maschallah-Prinzip genommen. Ja, das ist tatsächlich das Maximalprinzip, Leute. Ah, ganz knapp, 19 maximal, 18 minimal. Nochmal ganz kurz, mit gegebenen Mitteln 3 Stunden Lernaufwand. Maximalen Erfolg, möglichst gute Note. Das ist das Maximalprinzip. Ich habe übrigens zu allen Themen, die wir gerade besprochen haben, Videos gemacht bei YouTube. Folgt mir mal bitte da sehr gerne. Und wir kommen jetzt zur Siegerehrung. Auf Platz Nummer 3. Die Näher. Herzlichen Glückwunsch, Näher.
auf der 2 mit 11.357 Punkten wie Xania. Und ich kann es mir schon denken, wer auf der 1 ist. Trommelwirbel. Mama Mia. Wahnsinn. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, Mama Mia. Wir wollen auch noch die Viertplatzierte, Brigitte. Und was war das? Ich habe es schon wieder nicht gesehen. Muss ich nochmal nachreichen. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr cool gemacht. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem kleinen Quiz. Mal locker, flockig, so 20 Minuten. Lernfeld 1. Schreibt doch mal kurz in den Chat, ob es euch gefallen hat. Und ja, wir machen da sehr, sehr gerne weiter in den nächsten Tagen und Wochen mit jedem Lernfeld, wo ich ein Kahoot-Quiz erstellt habe, was wir dann auf Twitch ein kleines Quiz zu machen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr weiterhin YouTube guckt und abonniert. Und ja, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da und könnt mir auch gerne auf Twitch hier folgen. Das ist ja alles kostenlos hier. Kostet nichts, sich anzumelden. Ihr könnt gern, wie Jasmin das zum Beispiel gerade gemacht hat, euer Konto mit Prime verbinden und dann ein Abo da lassen. Da unterstützt ihr mich ein bisschen mit und es ist für euch absolut kostenlos. In diesem Sinne, Leute. Hat mir auch Spaß gemacht, Tamara. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde es auf jeden Fall wieder ankündigen, wann das nächste Quiz kommt, dann zum Lernfeld 2. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Viel Spaß jetzt mit Jasmin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.